Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu Pokémon Thunder Yellow Nuzlocke Challenge. Ja, ich habe beim letzten Mal ja Scheiße behauptet, habe ich gemerkt. Von wegen, ja, man muss erst ins Silphco-Gebäude, damit man das Ding kriegt, mit dem wir Geister sehen können, und dann zum Turm, und habe mich ganz gewundert, warum ich nicht ins Silphco-Gebäude reinkomme. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir im Rocket-Geheimversteck im Casino das Silphscope bekommen haben, mit dem wir Geister sichtbar machen können. Das heißt, wir müssen jetzt in den Turm in Lavandia, in den Pokémon-Turm. Und ja, ich habe mich auch entschlossen, ihr habt natürlich gesehen, dass Pika und Weechi sich entwickelt haben, und mein Team ist auch alle auf dem gleichen Level, nur Weechi ist ein bisschen drüber. Ich habe mich auch entschieden, dass ich Stoner nicht im Team haben werde. Ich werde ihn durch ein anderes Pokémon ersetzen, vorübergehend, das ich hier fangen werde. Denn hier gibt es, glaube ich, nur eine Art von Pokémon. Es gibt, glaube ich, zwei, aber die zweite ist so selten, dass ich bezweifle, dass die kommen wird. Das heißt, ich werde das erste Pokémon, was hier kommt, fangen, und ich kann auch mit Sicherheit davon ausgehen, dass es das ist, was ich haben will, nämlich ein Nebulak. So, ein Nebulak auf Level 15, das ist ganz in Ordnung. Ich kann es leider nicht angreifen. Ich hoffe, dass es reicht, wenn ich es paralysiere. Es benutzt E-Fluch, das ist doch super. Weil Fluch zieht die Hälfte der KP ab und belegt mich mit einem Fluch, sodass ich auch Schaden nehme in jeder Runde. So ungefähr, ihr seht das. Aber das ist sehr gut, das heißt, er zieht sich selbst ein bisschen KP ab und ich kann einen Pokéball werfen und ihn fangen. Und ich habe auch schon überlegt, einen Spitznamen für dieses Pokémon, für dieses Nebulak. Ja, perfekt. Ist auch gut, dass es männlich ist, weil bei einem weiblichen hätte das nicht so gut gepasst, der Name. Denn ich möchte... ich möchte ihm gerne... Ich zeige euch das, ihr werdet es sehen, wenn ich ihn fertig benannt habe. Ich werde ihn gerne Sissel nennen. Sissel ist der Hauptcharakter aus dem Spiel Ghost Trick und ist, wie der Name des Spiels schon sagt, in diesem Spiel ein Geist. Ihr kennt Ghost Trick bestimmt, ich hoffe es zumindest, denn es ist ein super geniales Spiel, und auf meinem Kanal der Brillux habe ich ja eine Top-10-Liste mit meinen absoluten Lieblingsspielen gemacht, und da ist Ghost Trick auch zu finden. Ich habe auch mal ein Let's Play zu Ghost Trick gemacht, aber das hat nicht so ganz gefruchtet, weil Capcom das hat löschen lassen. Ich glaube, ich habe da einfach auch, weil es ja für den DS ist, habe ich musste ich mir irgendwie Bilder für so einen Rand aussuchen und habe dann bei Google einfach den Hauptcharakter, zwei Charaktere genommen. Und das war natürlich nicht so klug, denn diese Bilder waren irgendwie kopiergeschützt und Capcom war da sehr, sehr idibidi und hat da sofort einen Strike. Und war das noch auf Machtens? Ja, ich war... Nee, das war... Ah, genau. Ich hatte ja damals den Kanal Brillux 8558 gemacht, weil ich auf Machtens CH schon zwei Strikes hatte und gerne längere Videos hochladen wollte. Und während ich hier rede, bringe ich Sissel mal eben Psychokinese bei. Und, also Brillux 8558, und dann habe ich dort das Let's Play von Ghost Trick gemacht. Ein sehr, sehr gutes Spiel, was ihr euch unbedingt mal ansehen solltet, wenn ihr einen DS habt. Aber, das war dann am Ende nicht so dolle, weil das dann auch Strikes gab wegen den ganzen Bildersachen, und deswegen musste ich diesen Kanal hier gründen, auf dem ich jetzt schon längere Zeit wieder aktiv bin. So viel so ein bisschen zur Geschichte. Naja, und wie gesagt, der Hauptcharakter heißt Sissel, ist ein Geist, und das passt sehr gut, denn Nebulak ist auch ein Geist. So, und wir werden uns jetzt hier in diesem Part durch den Pokémon-Turm kämpfen. Und zwar haben wir hier diese ganzen Exorzistinnen, die alle Nebulaks benutzen. Und mein Nebulak müsste es eigentlich schaffen. Ja, guck mal, die machen einmal Fluch. Und dann benutze ich Psychokinese und gebe ihnen den Rest. Und damit kriegt Sissel genug Erfahrung, um... Das heißt, Sissel kann hier, solange jetzt nichts zu gefährlich wird. Das Gute ist, diese ganzen Nebulaks, die können eigentlich nicht viele Attacken, die jetzt Sissel schaden. Weil Geistattacken fügen ja Geist-Pokémon auch großen Schaden zu. Aber die einzige Geistattacke, die können, ist... ja, Curse ist ja keine Geistattacke, aber die können Nachtnebel. Und Nachtnebel fügt nur so viel Schaden zu, wie hoch das Level des jeweiligen gegnerischen Pokémons ist. Ich lerne jetzt Nachtnebel, das heißt, wenn ich jetzt Nachtnebel anwenden würde, dann würde ich damit 16 Schaden machen.
So, und da das halt nicht mit sehr effektiv und so rumspielt, sondern einfach nur den festen Schaden macht, ist das gar nicht so schlecht, hier mit Sissel rumzurennen. So. Seht ihr, der macht jetzt Nachtnebel. Ich werde jetzt 22 Schaden nehmen, aber nicht mehr und nicht weniger. Es gibt keinen Volltreffer, kein gar nichts. Und ich kann schön meine Erfahrungspunkte kassieren und Sissel aufleveln. Voraussichtlich Level 31, wie die anderen Pokémon, wird er nicht erlernen. Dann werde ich halt vor dem nächsten Part eine kleine Trainingssession einlegen, dass er auch auf dem gleichen Stand ist. Und ja, auch Sissel würde sich durch Tausch entwickeln. Aber wie, habe ich das gerade erwähnt? Ich glaube, ich habe es erwähnt. Ich habe das Tauschen getestet, ob es geht. Aber es geht nur, wenn ich das Spiel auch tatsächlich mit dem VBA-Link gestartet habe. Und das habe ich aber leider nicht. Ich spiele es mit einem normalen Emulator und ich kann das leider nicht transferieren irgendwie. Deswegen ist ein Ingame-Tausch für mich nicht möglich. Und von daher kann ich nicht Tausch-Pokémon entwickeln. Das heißt, entweder ich muss dann mit einem Alpolo Vorlieb nehmen oder mal gucken, ob wir im späteren Spielverlauf was finden, was ich vielleicht lieber mitnehme. Mal schauen, Alpolo ist ja auch richtig gut eigentlich. Insofern, Gengar haut zwar richtig rein, aber mein Gott, Alpolo wäre eigentlich, ist auch im Grunde kein schlechtes Pokémon. Ich meine, ich muss sowieso mit einem unentwickelten Pokémon hier durchrushen, nämlich mit meinem Pikachu, was ich ja nicht entwickeln kann. Und insofern ist das jetzt nicht so schlimm. So, was haben wir hier oben? Ich glaube, hier oben ist weiter nichts. Das heißt, ich kämpfe noch gegen die Trainerin und dann geht's in den nächsten Bereich. Und alle haben hier Nebulax, insofern. Meine Psychokinese ist zwar gleich alle, aber wir kommen gleich an einen Ort, an dem wir uns heilen können. Das heißt, wir müssen jetzt nicht den Turm verlassen und zum Pokémon Center rushen. Sondern wir können einfach, ja, wir müssen einen Kampf noch bestreiten, und zwar den hier. Dafür sollte meine Psychokinese ausreichen. Jawohl, 1,22 Nebulak, kein Problem. Psychokinese. Und weg damit. Sauber. Okay. Und dann können wir hier diesen Bereich betreten. Und meine Pokémon wurden geheilt. Komplett. Okay. So, ich möchte jetzt noch gegen die hier unten antreten, weil die haben alle... da unten liegt noch ein Item, was ich, glaube ich, gebrauchen kann. Zack. Und zack. Und die haben auch alle nur ein Nebulak. Oder meistens maximal, glaube ich, zwei. Hallo. Uff, uff. Ja, die reden alle in... Weiß ich nicht, die murmeln alle wild rum und haben eigentlich keinen richtigen Dialog. Insofern rennen wir hier durch. Und Sissel ist schon 21. Oh, Konfusstrahl. Bestimmt nice, aber lassen wir es mal. Wir lernen nicht Konfusstrahl. So. Und ich habe einen Nugget gefunden. Das ist nicht schlecht. Und dann müssen wir noch gegen die hier kämpfen. Und was hast du an Nebulak? Oh, nein. Ein Alpolo. Heieiei. Aber selbst das kriegen wir mit einer Psychokinese platt. Unfassbar. Und wir sind auch schon wieder fast aufgelevelt. Oh. Was kommt hier? Noch ein Nebulak. Na gut, machen wir das auch mal platt, weil... Bisschen leveln. Ich würde gerne Sissel in diesem Part noch entwickeln. Ich denke, das kriegen wir hin. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich hoffe es. Ich hoffe es stark. Ich glaube, Level 25 sollten wir erreichen können. Oh, guck, das ist das andere Pokémon, was man hier finden kann. Ein Tragosso. Das hätte ich mir auch fangen können, wenn es hier gekommen wäre, aber zum Glück ist es nicht gekommen. Ach ja, das schaffen wir locker, Level 25. Hier ist ja noch eine Etage mit... Oh, die hat drei. Drei Nebulax. Na dann, loslegen. So. Ja, ich habe ja in den letzten Wochen, ihr habt es ja gesehen, oder in der letzten Woche kein Pokémon aufgenommen. Diese Folge, die ich jetzt aufnehme, die wollte ich schon mal aufnehmen. Aber dann habe ich am Ende gemerkt, dass ich den Aufnahmeknopf nicht gedrückt habe. Jawohl. Das heißt, ich habe ihn gedrückt, aber er hat es nicht registriert. Weil ich ja auch die FPS-Zahl ausblende, weil die einfach doof ist. Die bringt es nicht wirklich, weil man die auch im Video sieht zum Teil. Und das will ich nicht haben. Das ärgert mich immer, wenn ich ein Video mache und ich sehe dann, oh, von Fraps die FPS-Zahl ist sichtbar. Das ärgert mich so, weil das ist so unprofessionell. Deswegen mache ich die aus und deswegen kann ich aber auch nicht sehen, ob ich aufnehme oder nicht. Ne? Die FPS-Zahl wird ja rot, wenn man aufnimmt mit Fraps. Das ist ein ganz eindeutiges Signal, man nimmt auf und man nimmt nicht auf.
Und hier kann ich das jetzt nicht überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Folge aufnehme und am Ende keine Folge da ist, dann denke ich mir, ja toll, wie soll ich das denn jetzt überprüfen? Also totaler Schwachsinn, aber naja. So. Ja. Sissel wird auch in der nächsten Arena jetzt sehr von Vorteil sein. Erstens, weil es Psychokinese hat und zweitens, weil es gegen Giftattacken immun ist. Ja, das heißt nicht immun, aber Moment, warte mal. Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du noch für ein Level-Up? Ah, gut. Das heißt, ich kann nach dem nächsten Kampf... So, und hier kommt der Geist zum Einsatz, wo wir das Sylph-Scope benutzen, um zu sehen, dass es ein Knogger ist. Auf Level 30. Das heißt, ich wechsle mal lieber zu Jinbei. Okay. Blubstrahl. Ich hoffe, ein Blubstrahl reicht. Nein, zwei Blubstrahl. Zwei Blubstrahl müssen es schon sein. Aber ja, fangen kann man es leider nicht. Aber so ist das nun mal. Und der Geist war Tragossos Mutter. Ja, es ist ja so, dass Tragosso ja den Schädel von seiner Mutter trägt. Also den Schädel von Knogger. Und wenn es sich entwickelt, trägt es ja immer noch den Schädel. Und kriegt dann ein Kind. Und ja, irgendwie, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so ist das. So, und hier oben haben wir Team Rocket Grunts. Die wir erstmal plätten können. Und Sissel erreicht Level 24. Das ist sehr schön. Und wir machen die Zubats einfach mal so platt. Wir haben noch vier Psychokinesen übrig. Und ein Golbat. Das könnten wir hoffentlich auch mit einer Psychokinese killen. Ah nein, dann brauchen wir schon zwei. Zum Glück ist Blutsauger nicht sehr effektiv auf uns. Sehr schön. Nice. Oh, fast das Level up. Na gut, aber gegen den nächsten Rocket wird unser Sissel sich aufleveln. Dessen bin ich mir sehr sicher. Genau, denn dieses Smogon, das kriegen wir locker mit einer Psychokinese tot. So. Jetzt haben wir keine Psychokinese mehr, deswegen... Oh, das Traumato, das lassen wir auch mal lieber Traumato sein, weil... Hahaha, bin ja nicht bescheuert. Wenn das eine Psychoattacke macht, dann bin ich ja Geschichte. Deswegen Kirin... Ach, jetzt kann ich keinen Biss mehr benutzen, na toll. Kirin hat Flammenrad gelernt, deswegen ist das nicht weiter schlimm. Tschüss, Kirin. So. Tschüss, Traumato, meine ich. Tschüss, Kirin, ey, wie traurig wäre das denn? Ach ja. Sissel entwickelt sich. Na siehste, habe ich doch gesagt, dass wir das in diesem Part schaffen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Und Sissel ist ein Alpollo. Und Sissel will Shadow Punch lernen, Schattenhieb. Und das machen wir doch mal anstatt Lick. So, Shadow Punch. So, ich habe leider keine Psychokinese mehr, aber ich könnte einen Äther benutzen einfach. Zack. Und Sissels Psychokinese wieder auffüllen. Damit es auch noch Erfahrungspunkte sammeln kann jetzt im Kampf gegen den letzten Rocket hier oben. Der hat, seht ihr, er hat ganz viele Zubats. Oder wenn das alles Zubats sind, ich weiß es nicht. Also Sissel wird auf jeden Fall noch ein paar Level kriegen. Noch ein Zubat, ja. What ifs? Ein Radfratz, ah ja. Mit Geistattacken könnten wir das Radfratz zwar nicht plätten, aber... Egal, und gegen Radikal habe ich auch keine Angst, weil er kann mir ja mit seinem Hyperzahn gar nichts anhaben. Er hat nur Attacken, die mir, glaube ich, nicht schaden können und insofern... Keine Angst, er wird zwar, senkt zwar meine Geschwindigkeit, aber... Wir senken seine Lebensqualität, indem wir es töten. Oder so. Keine Ahnung. Und Level 26. Und das war's. Ah, ich hab die vergessen. Na toll. Egal, diese dürften auch nicht so schwer sein. Auch wenn sich deren Pokémon entwickelt haben. Und meine Angriffskraft gesenkt wird, aber ich greife ja mit speziellen Angriffen an. Deswegen macht das gar nichts. Auch Mauzi werden wir so plätten, weil auch Mauzi kann uns, glaube ich, mit seinen Normalattacken nichts anhaben. Oh Gott, er hat Biss. Oh Mann, das, zum Glück hat Mauzi keinen hohen Schaden gemacht, aber... Heieiei. So, und das Weezing, das machen wir aber so platt.
Oh shit, das hält es aus. Oh oh. Ach, Smog, das ist nicht sehr effektiv. Sehr gut. Und wir töten es, denn sie benutzen einen blauen Schal. Und das war's. Alles klar. Coole Geschichte das. Und Sissel erreicht Level 27. Wunderbar, das freut mich sehr. Und Team Rocket war mal wieder ein Schuss in den Ofen. So. Und so wie es sich rausgestellt hat, wurde Mr. Fuji gar nicht entführt, sondern nur hat hier seinen Tribut geleistet für die Pokémon und so. Und wir kriegen die Pokeflöte. Ja, damit können wir Pokémon aufwecken und können uns jetzt auf den Weg in die nächste Stadt machen. Denn beide Routen, die nach unten führen, nach Fuxania, werden ja von einem Relaxo blockiert. So, und ich werde jetzt, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde schnell auf mein Bike nein, okay, ich habe den Versus-Seeker auf meinem Select. Dann werde ich halt die Reise schnell vorspulen. Ich will mir nämlich ein paar Superbälle kaufen, wenn das möglich ist. Denn ich würde mir das eine Relaxo gerne versuchen zu fangen. Ich sag mal so, in dieser fehlgeschlagenen Aufnahme ist das nicht so gut gelaufen, weil der kann Erholung und das ist so behindert, das dauert so lange. Aber wir kaufen einfach mal so viele Superbälle, wie es geht. Moment, wir kaufen einfach mal 48, dann haben wir 50 Superbälle. Das müsste reichen. Hoffentlich, Moment, ich mache auch mal, kaufe auch mal ein paar Hypertränke. 57 Stück, alles klar. Und dann gehen wir nach, ach warte, ich kann ja, haha, ich bin ja doof. Also erstmal packe ich Light nach vorne, denn ich würde ihn gerne paralysieren und kann mit Brick Break auch Schaden zufügen, sodass ich ihn eventuell fangen kann. Und dann fliegen wir nach Lavandia. Ich habe jetzt 3 Minuten Zeit. Ich sag mal so, beim letzten Mal hat es nicht so gut geklappt. Und es wäre schön, wenn ich ein Relaxo in der Hinterhand hätte, das ich dann eventuell benutzen kann. Aber wenn es nicht so sein soll, dann sollte es halt nicht sein. Ne, damit muss ich halt leben. Deswegen, ich werde jetzt versuchen, es zu fangen. So, zack, zack, ja, wir benutzen die Pokémon-Flöte. Und es wacht auf. So. Also, los, Light. Wir werden jetzt Folgendes tun. Mein Handy klingelt. Warum klingelt mein Handy? Moment. So, da bin ich wieder. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Light macht Donnerwelle. So. Und heilige Scheiße, diese Kopfnuss tut weh. Was ist das denn? Oh, fuck. Was mache ich denn jetzt? Sissel? Ja, Sissel, warum nicht? Sissel, da kann die Kopfnuss nichts machen. Deswegen, ja, toll. Wenn wir jetzt einschlafen, das ist natürlich schlecht. Aber ich mache einfach mal Psychokinese. Geisterattacken können wir ja vergessen. Okay, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach. Ist mir scheißegal. Ich schmeiß jetzt 20 Superbälle auf das Vieh. Das wird natürlich nicht funktionieren, aber es ist paralysiert und es hat ein bisschen, oh, dreimal gewackelt. Na toll, das hast du sehr gut gemacht, du Scheißding. Jetzt schläft er. Und er hat aber eine Beere, die es aufweckt. Das ist natürlich toll. Dann benutzen wir mal Hypnose, aber wir sind auch am Schlafen. Der Kampf läuft super. Das Video wird ein bisschen länger werden. Sissels Attacke ging daneben. Ja, Kopfnuss kann uns natürlich nichts anhaben. So. Ja, Relaxo schläft. Ich mach mal ein paar Mal Psychokinese und hoffe, er bleibt am Schlafen. Es ist ja so möglich, dass ein Pokémon bis zu 5 Runden am Schlafen bleibt. Snorlax ist aufgewacht, deswegen schläfere ich es jetzt wieder ein. Sehr gut. Mach noch eine Psychokinese und dann werfe ich Bälle, weil er ist jetzt im gelben Bereich. Oh, die Spezialverteidigung ist gefallen. Dann mache ich noch eine Psychokinese. Er ist aufgewacht. Er benutzt... Oh, oh. Okay, soll er es machen? Weil dann mache ich jetzt eine Hypnose. Er schläft. Das heißt, er kann jetzt keine Erholung machen, ne? Wenn ihr ihn paralysiert oder so und er macht Erholung, dann verschwindet die Paralyse. Deswegen... Das funktioniert nicht so gut. Aber wenn ich jetzt Relaxo fangen könnte, wäre das schön. Bevor er aufwacht. Er schläft und er ist wirklich im gelben Bereich. Das ist wundervoll. So will ich das eigentlich haben. Und ach komm, bleib schon drin, Mann.
Relaxo, bleib drin, bitte. Komm schon, tu mir den Gefallen. Oh nein, und er wird aufwachen. Er wird aufwachen, ich sag's euch. Ja, und auch Schnarcher trifft Sissel nicht. Normale Attacken haben auf uns halt keine Wirkung. Aber wir haben es gefangen, jawoll. Sehr gut. So, wie nenne ich dich? Ich habe eine Idee. Also, mein Hauptcharakter heißt ja Brillux. Aber das heißt ja nicht, dass ich mein Relaxo ja nicht nach mit meinem echten Namen benennen kann, nicht wahr? Es passt am besten. Ich gebe halt zu, dass ich ein bisschen füllig bin. Deswegen passt das, dass ich Relaxo nach mir benenne. Gut. Das lief ganz okay, würde ich behaupten. Beim nächsten Mal können wir die Route erkunden. Es gibt noch ein zweites Relaxo, was wir nicht fangen dürfen. Denn dort haben wir unseren Picker schon aufgehoben. Gefangen, meine ich. So, wir heilen uns eben und im nächsten Part geht's dann auf den Weg nach Fuxania City. ja, viel Vorgespule in diesem Part und auch in den nächsten Parts, weil wir werden viele Trainer bekämpfen. Und ich denke, das mit Vorspulen ist einfach besser, insofern. Gut, also beim nächsten Mal auf nach Fuxania City. Bis dahin, macht es gut und haut rein.